Papa, Papa, siehst du mein neues Batman-Kostüm? Ja, mein Schatz, es steht dir unglaublich gut. Ich denke, viele von uns kennen diese Situation. Entweder von kleinen Geschwistern oder auch von Kindern oder Cousins. Vorbilder und gibt es sie noch? Vorbilder können in verschiedensten Weisen auftreten. Früher assoziierte man sie eher mit Popstars oder Sängern, verschiedenen Formel-1-Fahrern oder Fußballspielern. Mittlerweile kann man in jeder Person ein Vorbild sehen. Jeder auf Social Media oder diversen Plattformen kann ein Vorbild für einen sein. Auch Außenstehende, die man gar nicht wirklich kennt. Doch dabei kann auch ein großes Problem entstehen. Ich denke, die aktiven Nutzer von Social Media Apps kennen viele Personen, die keine wirkliche Vorbildfunktion haben. Solche Personen sollten nicht gefördert werden. Doch was bewirken Vorbilder und sind diese überhaupt gut? Ich persönlich finde, Personen und Vorbilder möchte man immer ähneln und denen nacheifern. Vor allem im Kindesalter. Im Kindesalter strebt man vor allem den Eltern nach. Die Eltern spielen eine große Rolle und auch deren Interessen. Ich persönlich kann aus meinen Erfahrungen sprechen, ich war wirklich besessen von meiner Mama. Ich trug immer ihr Gewand, ihre Stöckelschuhe und eiferte sie nach. Ich schrieb ihr Briefe etc. Ich war wirklich besessen von ihr. Auch jetzt haben ich und meine Mutter eine sehr, sehr gute Verbindung, auf welche ich persönlich sehr, sehr stolz bin. Vorbilder bewirken natürlich auch, dass man ihnen nachstreben möchte. Vor allem die gleichen Sportarten, wie schon erwähnt, den gleichen Stil etc. Also beantworte ich die Frage von wegen Vorbilder und gibt es sie noch mit einem eindeutigen Ja. Ja, Vorbilder gibt es noch. Allerdings sollte man natürlich gut aufpassen, wen man als Vorbild nimmt. Sie sollten keine falschen Illusionen vermitteln und auch nicht manipulieren.